Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe meinen Vortragstitel ein bisschen umbenannt. Ich finde es in Kombination eigentlich ganz schön. Warum soll ich das nicht nutzen? Und dieser Titel, also es ist sehr, sehr abstrakt, ja, da kann man sich alles drunter vorstellen, von Kinderspielzeug oder Hundespielzeug, das ich nicht auf die Straße werfen darf, bis zu Urheberrechtsfragen. Ich hätte es auch Hypertrophie nennen können. Ich habe es genannt Kollateralschäden überbordenden Urheberrechtsschutzes. Und als Untertitel Kultur und Wissenschaft im Mahlwerk urheberrechtlichen Lobbygerangels. Thematisch schließe ich mich eigentlich sehr nah an den Vortrag von Paul Keller an. Im Prinzip geht es mir um Urheberrechtsreformen und Rechtspolitik im Urheberrecht, wie das gemacht wird und warum das gemacht wird. Und ich habe sozusagen die Antwort, warum soll ich das nicht nutzen, schon mal vorangestellt. Und ich habe erst überlegt, ob ich das eine These nenne. Es ist aber keine These, sondern es ist eine Feststellung. Gemeinwohlinteressen haben im Urheberrecht doch immer einen völlig untergeordneten Stellenwert. Das sieht man zum Beispiel an der aktuellen Urheberrechtsreform. Paul Keller hat ja ein paar Beispiele genannt, wie inwiefern Kultur oder wissenschaftliche oder Bildungsbelange auch in der neuen Richtlinie eine Rolle spielen sollen. Faktisch geht es aber gerade im politischen Prozess eigentlich ausschließlich um Dinge, bei denen Partikularinteressen von ganz bestimmten Rechteinhabergruppen in Rede stehen. Da geht es überhaupt nicht um öffentliche Interessen. Das weitaus meist diskutierte Thema ist der sogenannte Artikel 13. Da geht es, um das mal auf eine sehr platte Formel runterzubrechen, darum, dass die Musik- und die Filmindustrie Geld haben wollen von YouTube. Und der zweite Aspekt ist, der ganz groß diskutiert wird, das sogenannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Da geht es darum, dass der Axel Springer Verlag Geld haben will von Google. So, und das sind die beiden Themen, die diese Urheberrechtsreform, die gerade seit 5 Jahren diskutiert wird, die jetzt ganz kurz vor knapp möglicherweise noch verabschiedet wird oder auch nicht, entweder existieren lassen oder zu Fall bringen. Denn wenn diese beiden Regelungsaspekte da nicht drin sein sollten, weil man sich zum Beispiel im Trilog auf den ein oder anderen Artikel dieser beiden nicht einigen kann, dann wird diese ganze Urheberrechtsreform nichts werden. So viel nochmal zu den öffentlichen Interessen. Es gab tatsächlich sehr viele Gemeinwohlbelange, die in dieser Diskussion angebracht wurden und auch anfangs evaluiert wurden. Da ging es zum Beispiel neben den Sachen, die Paul schon angesprochen hat, die jetzt gar nicht stattfinden, um eine Schranke für User-Generated Content, um eine europaweite Regelung zur Panoramafreiheit, die Vereinheitlichung der Privatkopie und vieles mehr. Diese ganzen Aspekte, die tatsächlichen ganz wesentlichen Gemeinwohlbelangen entsprechen, wurden entweder gar nicht erst in das Maßnahmenpaket aufgenommen oder sie werden jetzt unter weit hinter ihren Ansprüchen zurückbleibenden Vorschlägen diskutiert. Und Paul hat ja auch schon gesagt, im Prinzip ist das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, entweder man verhandelt da eine Kompromisslösung aus einem dieser drei Vorschläge raus oder die ganze Richtlinie fällt, aber eine neue, wirklich interessante Wendung der ganzen Dinge, inhaltlich interessante Wendung, die wird es nicht geben. Ja, das heißt, die Sachen, die jetzt da nicht diskutiert werden, die werden auch nicht im Rahmen dieses Reformpaketes verabschiedet. Und dabei sollte man bedenken, dass die letzte Richtlinie von 2001 ist, die große Urheberrechtsrichtlinie, die sich mit Digitalfragen auseinandergesetzt hat. Das sind 17 Jahre. Ja, was auch heißt, wenn jetzt in dieser Reform, was da nicht verhandelt wird auf europäischer Ebene, das wird auch in den nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren möglicherweise nicht verhandelt. Was bedeutet, was da jetzt entschieden wird, das betrifft die digitale Welt in der ersten Hälfte zumindest des 21. Jahrhunderts elementar. Darum geht es hier. Und die Frage stellt sich, warum sind denn diese ganzen Themen, die interessant wären bei den Urheberrechtsreformen im rechtspolitischen Bereich, eigentlich nie wirklich relevant? Und ich will dafür drei Beispiele nennen, an denen sich sehr deutlich zeigt, dass diese These, dass das tatsächlich bei diesen Debatten zwar sehr häufig irgendwie an, ja, die Urheber müssen unbedingt Geld kriegen und die Wissenschaft muss funktionieren, aber am Ende keine wirkliche Relevanz hat in der politischen Realität, an denen sich zeigt, dass selbst wenn es Regelungsaspekte betrifft, wo ein sehr großes öffentliches Interesse daran besteht, dass sowas gemacht wird, vor allem Nutzungsfreiheiten bezogen, es auf der anderen Seite noch nicht mal ein gegenstehendes Interesse, kein relevantes jedenfalls, gibt, werden diese Sachen nicht eingeführt. Das heißt, auch wenn es niemandem schaden würde, aber ganz viel nutzen würde, wird es trotzdem nicht gemacht.
ja, oder nicht richtig gemacht. Und dafür werde ich jetzt drei Beispiele nennen. Das erste Beispiel, das kann ich hier abkürzen, das ist ganz gut, Paul, vielen Dank. Das ist das Legislative Trainwreck, ja, die verwaiste Werke-Richtlinie. Paul hat es ja schon gesagt, das funktioniert hinten und vorne nicht, weil die rechtliche Lösung für diese Frage, also wie kann ich dafür sorgen, dass urheberrechtlich noch geschütztes Material, bei dem der Rechteinhaber entweder nicht aufzufinden ist oder gar nicht mehr existiert, genutzt werden kann, und zwar zu kulturellen Zwecken beispielsweise oder auch zu jedem anderen Zweck. Ja. Ich erinnere daran, es geht um verwaiste Werke, das sind also solche, die gibt es nicht. Ja. Also verwaiste Werke sind auch immer vergriffen, sonst werden sie nicht verwaist. Umgekehrt stimmt das nicht, aber so rum auf jeden Fall. Das heißt, es gibt keinen Markt, es gibt niemanden, der sich darum kümmert, und es ist ganz schwer herauszufinden, ob es überhaupt noch jemanden gibt, der daran Rechte hat. Ja. Mit anderen Worten, man befindet sich in einer Situation, in einer Pattsituation. Wenn man sagen würde, so wie es noch vor der Richtlinie war, die Nutzung dieser Werke ist unter keinen Umständen erlaubt, dann befindet man sich in einer Situation, wo derjenige, der ein Interesse daran hat, das zu nutzen, zum Beispiel ein Museum, für eine Ausstellung oder sowas, das gar nicht machen kann, weil er müsste um Erlaubnis fragen, aber es gibt niemanden, der diese Erlaubnis erklären kann. Ja? Es ist also, wenn man keine Regelung hat, die weit geht, dann hat man keinerlei Nutzung, und das nützt in aller Regel niemandem. Wenn es um verwaiste Werke geht, es gab dann eine rechtliche Lösung, das hat Paul dargestellt, die ist sehr kurz und sehr kompliziert, die ist so, sagen wir mal, minder bemittelt ausgestaltet und so kompromissbehaftet umgesetzt worden, dass davon so gut wie gar kein Gebrauch gemacht wird. Ja, wie gesagt, 15.000 Werke in ganz Europa in dieser Datenbank für eine Regelung, die jetzt seit 5 oder 6 Jahren in Kraft ist, das ist lächerlich. Ja. Mit anderen Worten, es ist unbrauchbar umgesetzt worden. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum ist das eigentlich nicht vernünftig gemacht worden? Und wenn man es sich anguckt, dann kann man sich ja basieren solche Kompromisse auf Interessenkonflikten. Ja? Das heißt, da ist eine Partei, eine Interessengruppe, die hat ein Interesse daran, dass eben die Nutzung von verwaisten Werken nur entweder gar nicht erlaubt wird oder nur unter ganz besonderen Umständen oder unter hohen Rechercheobliegenheiten und so weiter. Und dann gibt es die andere Seite, das ist in aller Regel in diesem Fall ist zum Beispiel die Öffentlichkeit, ja, alle, wir alle, die Gesellschaft, die ein Interesse daran hat, dass zumindest zu kulturellen Zwecken sowas genutzt werden kann. Und wenn man sich diese klassische Interessenkonflikt hier anguckt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass das Interesse an der Nutzung von verwaisten Werken sehr groß ist, denn es gibt unfassbar viel geschütztes Material, wo kein Mensch weiß, wer die Rechte hat. Man denke nur an die Fotosammlungen, die von den Erben irgendwelcher Leute vom Dachboden geholt wurden, in ein Archiv gebracht werden und gesagt, hier, mach damit mal was. Ja, die sind verwaist, weil kein Mensch weiß, wer die gemacht hat. Und wenn man nicht weiß, wer die gemacht hat, weiß man auch nicht, wann die Rechte auslaufen. So, es ist also ein großes kulturelles zumindest Interesse, aber auch vielleicht ein Verwertungsinteresse da, denn was verwaist ist, wird eben auch nicht mehr nutzbar. Ist nicht mehr nutzbar, kann von niemandem verwendet werden. Dieses Interesse ist relativ groß. Und auf der anderen Seite gibt es überhaupt kein Interesse, das dagegen sprechen würde, das einer Nutzung zuzuführen. Denn, wie gesagt, die Sachen sind verwaist. Es gibt niemanden, der sich darum kümmert. Es wird kein Cent Geld damit verdient, was auch heißt, wenn es jetzt denn genutzt werden würde, dann wäre jeder Cent, der damit verdient werden würde, 1 Cent mehr, als man sonst verdienen könnte. Der einzige Grund, warum man das einschränken würde, ist erstmal die sogenannte Dammbruchtheorie, die mich immer wieder am meisten überzeugt von allen. Das heißt nämlich, das Urheberrecht ist in Gefahr im Internet. Da wir das Internet nicht abgeschaltet kriegen, müssen wir dafür sorgen, dass das Urheberrecht als heilige Kuh so weit erhalten bleibt und noch ausgeweitet wird, wie es irgendwie geht, damit am Ende noch irgendwas übrig bleibt. Und jedes Mal, wenn wir auch nur einen Handbreit preisgeben von dem Urheberrecht, nämlich zum Beispiel für sowas hier oder für Regelungen für Sehbehinderte und solche Dinge, das sind nämlich ähnliche Fälle, dann geht da irgendwie, dann bricht der Damm und dann auf einmal ist alles Fair Use und alles frei. So, das ist die eine Begründung. Und die andere Begründung, die da jedenfalls immer vorgeschoben wird, ist, ja, aber was denn, wenn ein Werk tatsächlich gar nicht verwaist war? Ja, da hat jetzt das Museum das genommen, hat das digitalisiert, ins Internet gestellt und dann kommt jemand und sagt, hier, aber ich bin doch der Urheber, hier, das ist nicht verwaist, ich lebe noch und es gibt mich noch. Und in diesen Fällen, das wird dann so 1 Promille
oder 0,1 Promille der Fälle sein, in denen das wirklich so ist. Da kann man dann sagen, okay, es ist wohl ein Fehler passiert, es war nicht verwaist, hätte man nicht verwenden dürfen, aber so what? Ja, also im Vergleich zu dem, was man verliert, wenn man das nicht macht, ist das eigentlich, ich würde sagen, es ist kein Gegenargument. Zweites Thema, Text- und Data-Mining. Frau Niggemann hat es vorhin schon angesprochen, da sage ich jetzt doch noch mal kurz, was das bedeutet. Text- und Data Mining ist ein technischer Ansatz, bei dem große Datenmengen, insbesondere Big Data, ja, mit technischen Mitteln untersucht werden, um komplexe Zusammenhänge zu erkennen, Mehrwertinformationen daraus zu generieren oder Maschinen lernen zu lassen, zum Beispiel. Ja. Warum ist das ein urheberrechtliches Thema, Text- und Data Mining? Sie können sich vorstellen, große Datenbestände, nehmen wir mal an, es sind Webseiten oder Verlagsdatenbanken oder irgend sowas. Ganz viel davon ist urheberrechtlich geschützt. Und beim Text- und Data Mining, je nach angewandter Technologie, muss man halt Kopien machen von diesen Sachen. Ja? Und diese Kopien werden dann ausgewertet, die Informationen werden extrahiert, dann braucht man die Kopien nicht mehr, aber weil es diese Kopien gibt, in the first place ist das ein urheberrechtlich relevantes Thema. Am Text- und Data Mining gibt es ein sehr großes öffentliches Interesse, weil es nämlich die Basismethode ist für künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Deep Learning, aber auch für Wissenschaft und moderne Kulturtechniken. Ich habe jetzt schon diverse Vorträge gehört über sogenannte KI-Kunst und solche Dinge. All das geht nur mit Methoden von Text- und Data Mining, wenn man nämlich große Informationsdatenbanken durchsuchen kann und daraus eben Informationen generieren kann. Welches Partikularinteresse würde dagegen stehen? Also was spricht dagegen, das auf breiter Fläche zu erlauben? Im Prinzip gar keins. Die Kopien, die beim TDM gemacht werden, die werden nicht zur Nutzung hergestellt von diesen Inhalten, sondern sie werden nur hergestellt, um die in den Inhalten enthaltenen Informationen zu extrahieren und auszuwerten und zu analysieren. Was bedeutet, kein Mensch kauft eine Zeitschrift weniger, weil jemand ein Text- und Data-Mining-Verfahren auf die darin enthaltenen Artikel angewandt hat. Ja? Nie und nimmer. Es gibt einen einzigen Fall, der mir bekannt ist, wo es tatsächlich Lizenzierungsmethoden gibt, nämlich bei wissenschaftlichen Großverlagen, die Text- und Data-Mining-Lizenzen verkaufen an Universitätsbibliotheken beispielsweise, meistens für Inhalte, die sie schon mal verkauft haben, nämlich per Lizenz über diese Nutzung der Datenbank. Und dann kann man noch eine Extra-Lizenz fürs TDM erwerben, die damit tatsächlich Geld verdienen. In 99,999% der Fälle ist es vollkommen unmöglich, fürs Text- und Data-Mining sämtliche Rechte zu klären. Stellen Sie sich mal vor, wenn man Darknet-Analysen machen möchte und man müsste für jede Kopie von jedem möglicherweise geschützten Inhalt, der da sich befindet, die Rechte einholen. Es ist unmöglich. Ja? Es gibt also einen winzigen Bereich, wo man überhaupt lizenzieren kann. Und es gibt einen riesigen Bereich, wo diese Technologie nicht funktionieren kann, wenn man nicht eine urheberrechtlich breit aufgestellte Ausnahmeregelung hat. Was haben wir? Wir haben eine Regelung im deutschen Recht, in § 60 EU-Urheberrechtsgesetz seit Neuem und in der Richtlinie der EU besteht auch eine Regelung dazu drin, die beschränken diese Methoden aber ganz stark. Also es gibt eine Ausnahme für nicht kommerzielle Nutzung zum Beispiel, alles was Research und Development anbelangt beispielsweise, Public-Private Partnerships und so weiter, Auftragsforschung ist komplett raus. Startups haben schon gesagt, mitten in der Debatte habe ich mich viel mit solchen Leuten unterhalten, die haben gesagt, und es wurde ihnen auch von Politikern angeraten, naja, wenn das jetzt kommt, dann heißt das faktisch ein Verbot von kommerziellem Text- und Data-Mining, was dann bedeutet, in den USA ist ja auch noch viel Platz für Unternehmen. Ja, und das ist genau das, was dann passieren wird. Dritter Punkt, die Panoramafreiheit. Ich bin dann auch gleich am Ende. Auch hier, wir haben es schon mal gehört, wo liegt das Problem? Geschützte Werke im öffentlichen Raum dürfen nach dieser Regelung der Panoramafreiheit abgelichtet und diese Ablichtungen dürfen dann auch verwendet werden. Das heißt, man kann Postkarten drucken, man darf es bei Instagram hochladen und so weiter, wenn es eine Regelung zur Panoramafreiheit gibt. Das öffentliche Interesse an dieser Art von Nutzung ist sehr groß. A, macht das jeder, ja, also jeder Mensch macht das. Und B, ist es eben auch im erheblichen kulturellen Interesse, sowas machen zu können, denn damit werden Ausstellungskataloge gefüllt, damit werden alle möglichen Sachen, Ausstellungen gemacht und so fort. Das heißt, das öffentliche Interesse ist groß. Was ist das Partikularinteresse daran, das nicht zu erlauben? Da kommen jetzt die Franzosen rein und sagen, der beleuchtete Eiffelturm, damit kann man Geld verdienen. Das ist wahrscheinlich einer von fünf Fällen, die mir einfallen würden, wo eine Panorama
Unfreiheit sozusagen dazu führen kann, dass irgendjemand damit Geld verdient. In 99,999% wiederum aller Fälle ist es überhaupt nicht kontrollierbar. Man kann die Leute nicht davon abhalten, irgendwie Fotos zu machen von öffentlichen Gebäuden und will das ja auch gar nicht. Das heißt, das könnte man nur mit breit angelegten Rechtsdurchsetzungen, Massenabmahnung oder sowas durchsetzen. Es gibt keinen Markt dafür. Ja, es gibt keinen Nutzen von Nicht-Panoramafreiheit. Dennoch, wir haben zwar in Deutschland eine relativ breite Regelung, aber in Europa sieht das dann so aus, haben wir vorhin schon mal gesehen, sowas Ähnliches. Alles, was dunkelgrün ist, ist gut, was hellgrün ist, ist so mittelgut und alles andere ist sehr schlecht. Da gibt es nämlich keine Panoramafreiheit. So, und die EU war aufgefordert zu sagen, macht das europaweit. Das muss europaweit gelten, weil die Leute stellen ihre Fotos natürlich ins Internet und dann sind die zumindest überall in Europa abrufbar. Die EU hat gesagt, nö, darum kümmern wir uns nicht. Warum nicht? Weil die Franzosen gesagt haben, aber der beleuchtete Eiffelturm. So viel zu den öffentlichen Interessen. Und das ist mein Petitum. Man sollte die Gemeinwohlfunktion des Urheberrechts endlich anerkennen. Dann würde wahrscheinlich ein Teil dieser Konferenz auch wegfallen für die Zukunft. Sollte das irgendwann mal der Fall sein. Ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Vielleicht guckt man sich dann nochmal das hier an, das Berliner Gedankenexperiment zur Neuordnung des Urheberrechts, wo wir einen neuen Ansatz fürs Urheberrecht entwickelt haben, der sich grundlegend von dem Ansatz, den wir jetzt haben, nämlich diesem total Rechteinhaber- und Schutzrecht- und Eigentumzentrierten Ansatz unterscheidet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.